Liebe Freunde, willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich bin euer Kernkraft 3000 und wir sind hier unten in unserer neuen Schleuse sozusagen. Ich hoffe, dass das gleich hier stimmt mit den mit dieser Reihenfolge hier. Dann muss hier gebaut werden, 3 Stück, so viel wie reinpassen. Die Kontrollstelle steht. Das Ding ist natürlich ohne Strom noch, aber das kriegen wir auch hin. Hier machen wir eine kleine Brücke. Und zwar die hier, Leiterkabelbrücke. Auch aus Eisen. Starkstromkabel wollten wir hier auch langlegen lassen. Hier genauso. Hier genauso. Mal gucken, ob wir das abarbeiten können gleich. So, und dann werden wir hier die nächste Schaltstelle machen. Mit den Transformatoren, die sich hier selber auch versorgt, sozusagen, diese Anlage. Das können wir durchbauen. Leiterkabel, Brücke. Oh. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, gerne rausgehen. Danke. Und wieder zubauen. Hier sollte alles klappen jetzt. Ja, das sollte passen. Ist an Netz angeschlossen, zumindest nach außen geliefert. Und das Netz geht dann nach hier unten. Jetzt machen wir erstmal hier die Kabel noch nach oben. Und jenes Kabel dann eins nach hier unten. Ja, das setzt dann genau hier an. Leiterkabel, Brücke. Hier machen wir das hier oben rein, würde ich direkt sagen. Ja. Und entlasten den Stromkreislauf hier oben irgendwie. Warum geht das jetzt nicht? Ach so. Warum hört das... Moment. Das ist ja komisch geschaltet. Das hat nachts aufgehört eben? Nee. Gucken wir uns doch mal diesen Schalter hier an. Der geht... Ach so, zur Erhitzung hier hin. Lassen wir auch erstmal aus, das Zeug. Ich möchte gerne das Projekt hier unten erstmal abschließen, dann kommt zum Beispiel auch hier die Krankenstation hin. Gemeisterte Berufe. Wen haben wir denn da? Ah, Landwirt. Erfahrener Landwirt. Lukas. Sehr schön. Johannes ist hier voll ausgebildet, alle anderen auch fast. Thilo V2. Kommt da auch weiter. Was wir jetzt bräuchten... Wäre doch nochmal, hier ist alles soweit ersetzt, Elektroingenieur wäre gut, einen eigenen Elektroingenieur, Generatoren kann später kommen, ja, Elektroingenieur oder ein Arzt, wir bräuchten ja mal einen Arzt hier, das ist ja Wahnsinn, dass wir keinen Arzt haben. Tja, Interessen, es geht hier nicht. Wir haben keinen Arzt. Fürsorge. Landwirtreinigung. Ja, werde ich erstmal alle abschießen. Holen wir uns die nächsten wieder. Das Ding muss auch erst runter, wenn es auf 0 ist. Das ist okay. Wie weit sind wir hier? Hier haben wir hoffentlich schon... Ah, das müssen wir zubauen. Das ist ja klar gewesen. Das ist ja klar gewesen. Das muss zu. Das muss hier auch zu. Dazu werde ich das aber immer mal wieder hier hinsetzen. So und so zum Beispiel. Sodass die Duplikanten diese Reihe noch abbauen können. Und dann werden wir das hier zukleistern. Hier können wir das bereits machen. Das ist okay. Oh, hier müssen wir das auch machen. Diese Flächen müssen hier erstmal weg.
Das auch. Achso, die müssen auch noch Erde. Die müssen alle noch versorgt werden. Das ist ein bisschen doof jetzt gewesen. Die Dinger müssen mit Erde versorgt werden. Energie. Verschmutztes Wasser auch noch. Ich hoffe, davon haben wir noch ein bisschen was. Ansonsten holen wir uns einfach sowas hier. Das habe ich jetzt gar nicht mitbedacht hier. Das ist ein bisschen doof. Das werden wir jetzt aber so tun. Und dann hier rüberziehen lassen. Genauso machen wir das. Das heißt, das auch wieder aufreißen. Und dann braucht das Ding ja auch noch Erde. Sehe ich gerade. Und das können wir machen. Ich hoffe mit einer Versorgung. Ja, aber geht eben nur bis da. Das heißt, Versorgung geht natürlich auch nicht dahin. Ah, das ist doof. Die Dinger könnte ich versorgen. Das ist jetzt doof. Das steigt aber auch nach oben eigentlich. Das Gas, sodass ich hier Türen hoffentlich einbauen kann. Wir versuchen es einfach mal. Unter Strom stehen die Dinger dann. Das ist okay. Dass es erstmal ein bisschen anläuft, dieses ganze Projekt. So, Strom können wir hier auch gleich legen. Ein bisschen husten. So. Strom legen wir auch gleich mit. Dann zu dieser Kabelbrücke. Genauso machen wir das. Erde. Haben wir denn eigentlich Erde? Industrielle Zutat da noch nicht. Das haben wir hier. Kein Strom. Kupfererz haben wir, das ist okay. Wir können hier tatsächlich. Oh Gottes Willen, jetzt bin ich hier schon am rumkeuchen wie ein Raucher. Können wir das tatsächlich zubauen, machen aber erstmal auch das. Ja. Hier kann eine Tür mit rein. Sehr schön. Ach, das ist ja doof mit der Erde hier. Ei. Ich hoffe, das muss bloß einmal gefüllt werden. Keine Ahnung. So. Strom ist dann hier auch mit drauf. Das ist okay. Den können wir auch direkt schon irgendwo mit anschließen eigentlich. An ein bestehendes Netz. Solange hier noch nichts weiter läuft. Müssen wir ja auch, weil die Dinger auch erstmal anlaufen müssen. Hier ist alles okay. Gas könnte sich füllen. Strom ist hier auch dran. Ja. Dreieinhalb sind da schon dran, hier sind 2,6, also werden wir dieses Netz hier nehmen. Dafür haben wir das Ding. Kupfer, Eisen, was haben wir denn hier? Eisenerz, Kupfererz, also dann machen wir Eisen weiter.
So, das läuft, das ist okay. Wasserstoff. Es blockiert sich immer so ein bisschen doof gegenseitig, was ich nicht ganz verstehe. Sollte sich aber auch vernünftigerweise auch hier rausdrücken selber irgendwie. Hängt noch irgendwo eine Blase drin oder irgendwas ist hier drin. Ich lasse hier mal kurz reingehen. Das will ich mir mal angucken, dass sie das rausholen. Oft ist es so, dass dann irgendwelche kleinen Sachen diese Dinger hier blockieren. Jetzt kann die gewischt werden und damit hier das frei wird alles. Alles wegräumen unbedingt. Das blockiert irgendeine Wasserblase oder irgendwas blockiert dann diesen Ausgang hier durch die luftdurchlässigen Ziegel, was ziemlich doof ist. Und das wollen wir jetzt mal verhindern. Wieso ist denn hier der Druck? Leeres Rohr. Ah. Wir haben kein Wasser mehr. Was ist das denn? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wir haben natürlich hier Wasser alles verschmutzt, verschmutzt. Tja, das ist natürlich doof. Wir können uns natürlich Wasser holen, auch von diesen Sachen hier. Was aber auch nicht wirklich. Funktioniert und ist auch wahnsinnig warm erstmal das Wasser. Die Leitung ist aber da. Geht dann hier mit rein, wird gefiltert und von daher ist das dann auch okay. Wir legen die hier einmal weiter nach unten. Das ist das Einzige, was wir im Moment machen können zumindest. Da kommt schon jemand, sehr schön. Ja, dann legen wir das Rohr hier gleich mal weiter. Schließen die Pumpe an und das habe ich gar nicht im Kopf gehabt, jetzt ehrlich gesagt. Prio ein bisschen höher setzen hier. Die drei Sachen. Gar nicht im Kopf gehabt, haben zwar eine unendliche Wasserquelle, ja. Ah, und hier genauso. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Eisen, Gold. Ich brauche auf jeden Fall Eisen. Guck aber mal auf die Vitalwerte jetzt. Denn es gibt, glaube ich, noch eine ganze Menge geplatzte Trommelfälle. Also, Teflon. So, Strom läuft. Das hier unten ist okay, kann aber auch schon anlaufen eigentlich. Ja, Strom ist auch dran, das ist auch dran. Hier ist auch schon diese Versorgung mit dran. Ich möchte aber gerne die Kabel noch legen. Aber gut, dass wir das hier schon mal ziehen können. So. Ach, Quatsch, kein Gold. Zu früh gefreut, kann ich doch nicht ziehen. Ich kann Eisen auch direkt nicht anwählen. Das wäre es ja auch mal, dass man das ein bisschen vorausplanen kann. Wäre nicht schlecht eigentlich. Aber das ganze Eisen geht dann eben auch dafür. Oh, Keuchwurz. Das ist nicht schlecht. Grad. Hier ist es zu warm drin. Ist ja interessant. Körpertemperatur auch zu warm. Okay, was machen wir denn hier eigentlich? Diese Matschriegel.
Wo wollte ich die denn hinstellen, die beiden eigentlich? Wollte ich die hier unten mit hinstellen irgendwo? Hier, denke ich. Ich denke, ich wollte die hier und hier mit hinstellen. Mal gucken, ob es klappt. Und die Dinger sollen auf jeden Fall weg. So, jetzt gucken wir mal. Wieso wird das nicht weggenommen hier, Elektrolyzer? Wasser. Das Wasser muss alles mit raus. Genau, und kann auch hier reingepackt werden. Bin da, ist ja auch schon auf 9. Wieso holt das keiner hier? Nafta, das ist ja noch was anderes. Muss ich auch noch irgendwo ablegen können erstmal. Das ist das Ding gewesen. Deswegen holt das auch keiner weg. Eggshell. Einiges ist echt noch nicht übersetzt, aber das ist okay. Wo liegt denn jetzt Nafta hier? Wie kann ich denn das hier wegmachen? Wenn Plastik schmilzt. Eigentlich gibt es ja hier auch Plastik, ist bloß nicht zu sehen jetzt hier gerade, sehe ich. Ich kann das Ding gar nicht wegräumen, aber das ist erstmal egal. Wir bauen hier weiter zu wieder. Obwohl das wahrscheinlich nicht schlecht ist, weil dann hier der Sauerstoff richtig schön rausgedrückt wird auch. Es hat sich wieder erholt. So. Läuft hier schon was? Nee. Weil... Deswegen. Weil deswegen... Die beiden Sachen können wir weghauen. Platzieren die Tür. Ich hoffe, dass das hier abgebaut werden kann. Und dann können wir hier eigentlich schon Feuer frei geben. Das Ding muss hier auch noch mit Strom versorgt werden. Ah, was war denn hier eigentlich? Da ist kein Strom drauf. Okay, das brauche ich also auch dringend. Das Ding läuft dann hier mit rein. Das ist okay. Wasser läuft jetzt hier auch wieder. Sehr gut. Ja, volle Versorgung. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Wasserstoff ist hier eine ganze Menge. Wieso geht der jetzt hier nicht rein? Das werde ich hier noch ein bisschen anders machen. Immer diese kuriose Verschiebung. Ich werde das hier direkt reinführen lassen. Mal gucken, ob es klappt. Sollte aber. Immer diese... Ja, so einfach. Dass es hier nicht direkt so stocken kann. Und wieso rennt das Ding nicht weiter? Unzureichende Ressourcen. Aber der sammelt das doch hier eigentlich auch. Vielleicht kann ich hier ein Ventil durchlaufen lassen. Das
das anspart erstmal, was ich aber nicht glaube. Wo geht denn das hin hier? Das ist ja ein bisschen verwirrend. Ja, jetzt geht das hier doch wieder zurück. Komisch. Jetzt ist so wenig mit diesen Gramm hier. Jetzt kommt so langsam hier ein bisschen was. Okay, jetzt geht's hier doch besser. Das war wirklich doch zu wenig einfach. Wie sieht's denn hier unten aus? Ah, ja. Erde. Erde. Wo krieg ich denn Erde her? Obsidian, Sand. Das ist doch alles hier jetzt zu finden eigentlich auch. Erde ist hier. Witzig, dass doch jetzt so viel Erde gebraucht wird, aber das war ja vorher mal schon so ein bisschen das Hin und Her. Bei den früheren Versionen war Erde nicht das Problem. Jetzt könnte es natürlich wieder zum Problem werden. Gemeisterte Berufe, wen haben wir denn? Ja, Thilo. Wunderbar. Hier kommen wir noch nicht weiter, okay. Ja, und jetzt kann es natürlich wieder Erdemangel geben. Und ich möchte das natürlich auch automatisieren irgendwie. Warte auf Erde. Um auf 7 die Prio alles. 7, 7, 7, 7. Okay, was ist das denn hier? Oh shit, das ist ja natürlich blöd. Das muss gefiltert werden. Sofort. Das habe ich natürlich nicht bedacht. Und das war nicht gut. So können wir das auch direkt bauen hier. Ja. Dann geht es hier weiter. Und direkt hier auch wieder raus. Der braucht natürlich noch Strom, wie immer. Wir wollen Erdgas, denn das ist natürlich ein bisschen doof jetzt hier, dass es repariert werden muss. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht ran? Okay. Das Ding läuft, das ist schon mal nicht schlecht. Bis der verschmutzte Sauerstoff hier automatisch eben rausgedrückt wurde, mit Gewalt auch. Das wurde noch nicht gebaut. Was ist denn das hier? Kein Gasausgang? Wahrscheinlich fehlt das einfach noch. Wird hier das mal gebaut irgendwie? Ist ja ein bisschen... Und dann muss ich das Ding hier auch nochmal auch mit Prio versehen, damit das repariert wird. Wieso wird das nicht gebaut? Rezept ist doch in der Warteliste. Ich muss natürlich noch mit Sauerstoff versorgt werden, ist aber erstmal egal, die sollten ja nur gebaut werden. So, das wird repariert, das ist schon mal gut. Jetzt läuft's, alles klar. Druck ist vorhanden. Ja.
wird natürlich mit so vier Sachen nicht reichen. Also vier Generatoren von sechs Düngerfabrikatoren. Ich glaube, das wird überhaupt nicht reichen. Aber das ist erstmal egal. Was haben wir denn hier mit dem Strom? Okay, verbraucht zu viel. Mal aktivieren, mal gucken. Es muss ja nur erstmal anlaufen, so wie jetzt, dass es halt ein bisschen durchgängig läuft. Dann wird ja schon Strom generiert, das ist ja schon nicht schlecht. Ist ja schon nicht schlecht eigentlich. Aber auch Vakuum, die sind zu viel hier dran. Sind zu viel hier dran. Werde ich mal die oberen beiden ziehen, deaktivieren. Die sind voll ausgelastet, das ist schon mal nicht schlecht. Dann werden die zwei hier aufgefüllt und dann kommt auch der hier. Okay, das Ding müssen wir noch ein bisschen volllaufen lassen. Er zieht natürlich erstmal Strom aus dem Netz jetzt hier, was nicht so prickelnd ist. Dieses kleine Netz hier. Hm. 0 Joule, voll runtergefahren, das Ding. Okay, das funktioniert aber. Was ist das hier? Hier wird gebaut sogar, Tatsache. Wird aber immer wieder unterbrochen durch den Strom. Durch den Strommangel sozusagen. Okay, so Freunde, wir haben dieses Projekt jetzt doch mal abgeschlossen. Werden das noch ein bisschen sich aufstauen lassen, hier das Erdgas. Müssen irgendwann natürlich noch mehr davon bauen und werden das auch verbinden dann, mehr Düngerfabrikatoren. Und, ein Schutzanzug ist sogar schon fertig und ich werde das dann hier unten machen, damit wir unten ans Öl kommen. Dafür brauche ich eben die Schutzanzüge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen weiter in der nächsten Folge. Kommentare gerne unter das Video. Wenn ihr mehr von Oxygen Not Included sehen wollt, auch Anleitungen oder witzige Experimente, dann abonniert meinen Kanal und vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, damit ihr auch von meinen neuesten Videos informiert werdet. So, das war's zur Werbung von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.